Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und die Elika ist auch mit am Start. Die steht mir wieder Droppi. Und meint, ich hatte Glück, dass sie da ist, weil sonst wäre sie bei ihrer Mom. Sieht man ja unten, weil es ja geschneit hat. Ja, Glück nenne ich das nicht. Glück heißt nichts anderes als, ich muss dann nachher nochmal raus. Und zwar eine ganze Weile. Also, ich habe schon rausgeguckt, ein Auto ist ja in Sichtweite, wenn ich vor die Tür schaue. Jo, da werden wir ordentlich was an Schnee verbröseln müssen. Was willst du machen? Schneeschippen gehört halt dazu. Können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Zuerst einmal noch was anderes. Eigentlich hatte ich heute einen Livestream geplant. Fällt aus wegen dem Schnee. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich die ganze Zeit geschippt habe, habe ich dann hinterher keine Lust mehr, irgendwie was zu streamen und so weiter und so fort. Deswegen mache ich die Aufnahme auch eher, damit das durch ist. Sollte man sagen, dass ich diese Aufnahme heute in meinem Discord-Server angekündigt habe, so wie ich es, glaube ich, schon mal versprochen habe. Und das ist das erste Mal, wenn auch mehr oder minder kurzfristig, aber genau deswegen ist Elika auch da. Sonst hätte sie das nicht mitbekommen, dass ich da bin. Sie war nämlich auch offline oder zumindest auf einem anderen Server unterwegs. Und ich werde das so weiterhand haben. Wenn jemand wissen will, wann ich meine Aufnahmen mache und so weiter und so fort, guckt in den, kommt auf meinen Discord loggt euch da ein, etc. pp. Seht ihr, was ich so tue, wenn ich aufnehme. Schreibe ich dann auch in die Gruppe. Ich werde es vielleicht auch für Herr der Ringe online so machen. Wurde ich auch schon angefragt. Kicken wir mal. Dann sehen wir weiter, wie es läuft. Natürlich könnt ihr mich auch direkt anschreiben, was ja mittlerweile sehr viel genutzt wird. Wenn ihr das macht, entschuldigt bitte, wenn ich da auch nicht gleich zurückschreibe. Ich werde es definitiv tun. Es ist momentan, sind schon ein paar, die mich immer hier privat anschreiben, per Direktmessages. Das ist toll, da freue ich mich. Aber entschuldigt halt, wenn ich manchmal nicht gleich antworte. Allerdings geht es da trotzdem noch schneller als über YouTube-Kommentare, muss ich sagen. Ich da halt auch noch übers Handy gucke und dann halt auch darüber antworte. Gut. Ich denke mal, bis jetzt hat sich keiner beschwert, dass ich da zu lange brauche. Ne? Aber nur halt für den Fall, dass ihr sagt, ja, okay, hier, wenn ich noch länger unterwegs bin oder wenn ich, wenn es noch länger dauert, liegt halt mehr oder minder daran. Wo wir da gerade beim Discord sind, da gibt es noch einen kleinen Fehler drin momentan. Der Dü hat ja umgestellt vor kurzem auf die automatische Rollenvergabe. Und zwar ist es da so, dass ja jeder sich seine Rolle quasi Like sozusagen selber aussuchen kann, wird dann von dem Bot verliehen. Das wird auch so beibehalten. Allerdings ist da ein kleiner Fehler drin, die YouTuber-Rolle. Die hat ja spezielle Voraussetzungen. Die müssen natürlich erfüllt sein. Voraussetzungen waren mindestens 100 Abonnenten, glaube ich, ja genau, mindestens 100 Abonnenten und natürlich auch vernünftige Videos, ne? Also was heißt vernünftige Videos, mindestens ein Video sollte schon da sein und es sollte auch nicht 5 Jahre alt sein, das kommt dann noch hinzu. Alternativen haben die Regel bestätigt. Ich habe diese Regel mal so weit erweitert, dass es da auch immer hinkommt, um die, sagen wir mal, Alternativen nicht zu sehr zu häufen. Alternative ist halt auch, wenn man gemeinsam schon mal was aufgenommen hat. Das heißt, wenn man keine 100 Abos erreicht und gemeinsam schon mal was aufgenommen hat, mehrere Folgen am Stück oder mehrere Folgen, wo ich bei euch zu sehen bin und ihr bei uns oder du bei euch und du bei mir, dann kriegt ihr natürlich selbstverständlich und hundertprozentig auch diese Rolle. So, auch da gilt trotzdem noch, Ausnahmen bestätigen die Regel, denn auch letzteres kann immer noch sein, dass der eine, der noch nie mit aufgenommen hat, zum Beispiel der Micha, mit dem habe ich ja noch nie eine Folge aufgenommen, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten sein YouTube-Channel hat, aber ich weiß, dass er einen hatte, kriegt den YouTuber-Rang natürlich auch. Jeder, der den vorher schon mal von mir verlieren bekommen hat oder von Dü, der wird den auf jeden Fall behalten. Ne? Selbst wenn er jetzt unter diese Marken fallen würde oder lange nichts mehr gemacht hat, siehe Kuro zum Beispiel, ist im Discord ja, im Discord selber ja auch bei mir auf dem Server nicht mehr so aktiv, ist aber noch da und entsprechend behält sie logischerweise ihren Rang und der eine Ring, den haben wir in einem anderen Spiel. Gut, auf jeden Fall wird sie ihn zum Beispiel behalten, Micha logischerweise auch. Bei Micha ist es aber so,
wenn du dieses Video siehst, ansonsten werde ich dich später mal anschreiben. Wenn du dieses Video siehst, schreib mich mal mit deinen aktiven Account an, damit ich das rausfinden kann, weil du hast, glaube ich, zwei drauf, weil, keine Ahnung, bist ja nicht der Einzige. Da sind einige, wo vielleicht mal das Passwort vergessen wurde, oder manche haben sich erstmal über einen Browser angemeldet und naja, da haben wir dann einen neuen Rang bekommen, mussten neu raufgehen. Naja, Karteileichen nenne ich das mal. Die ganzen Doppelten, da möchte ich da gerne auch mal was gegen machen. Damit wir da ein bisschen Übersicht reinbekommen. Gerade bei Micha ist es mir aufgefallen, weil er halt einer der wenigen ist, die A, den YouTuber-Rang haben und zwar auf beiden, was natürlich ein bisschen unsinnig ist. Dass wir da mal, sag mal, ein bisschen Ordnung schaffen. Das heißt, einfach mit dem aktuellen Anschreiben. Später werde ich es dann halt so machen, wenn ich mal die Zeit dazu habe, werde ich alle anschreiben, die doppelt sind. Und zwar jeden Einzelnen, und von dem geantwortet wird, der bleibt halt drin, die anderen beiden schmeiße ich raus. Wenn es dann wieder so sein sollte, dass ihr, mit dem anderen wieder aktiv sein solltet, ist ja kein Problem, könnt ihr ja wieder rein switchen. Oder aber, wenn ihr mit beiden zurückschreibt und sagt, ja, hier, manchmal bin ich mit dem online, manchmal mit dem, wegen, was weiß ich denn was, kann ja sein, dass es dafür Gründe gibt, dann ist das auch okay, ne? Muss ich nur wissen. So, das sind so kleine Aufräumarbeiten, die ich vorhabe. Der Dü wird sich dann hoffentlich irgendwann in der nächsten Woche darum kümmern, dass der YouTuber-Rang, den man sich immer noch automatisch vergeben kann, rausgenommen wird, damit die Arbeit nicht so viel wird. Ich bitte euch, ich habe es euch jetzt verraten, damit ihr euch den Ring, den Rang nicht gebt, nicht den Ring schon wieder. Eben weil, wie gesagt, wird hinterher unnötig Arbeit. Alle, die ihn sich gegeben haben, weil sie neu auf dem Server waren oder gesehen haben, oh, das geht jetzt, und ja, eigentlich die Bedingungen nicht erfüllen, keine Sorge. Wie gesagt, war ja in dem Sinne erlaubt, ihr habt also nichts falsch gemacht. Wenn ihr es aber jetzt macht, dann schon, dann nehme ich euch das übel. Naja. letzten Endes sind auch nicht so viele Vorteile, die euch da gegeben werden, aber es sind Vorteile. Erstens, wie gesagt, werdet ihr mit relativ weit oben angezeigt als YouTuber, könnt ihr auch dort angesprochen werden. Natürlich könnt ihr auch eure Kanäle verlinken, das kann aber auch jeder gerne. Aber so sieht man es eventuell, wenn ihr es, was weiß ich, in eurer Charakterbeschreibung, in eurer Account-Beschreibung mit drin habt, sieht man es da halt direkt. Jo, okay, das ist ein Vorteil, natürlich, allerdings kein so großer, weil, ehrlich gesagt, ich selbst habe noch nie in eine Account-Beschreibung geguckt. Wie gesagt, das wäre nur das eine. Das andere wäre halt, dass es halt ein paar Voice-Channel bei uns auf dem Discord gibt, die für normale nicht zugänglich sind. Es gibt viele normale, und wenn es dann nicht mehr reicht, würden dann halt auch noch ein paar mehr dazukommen. Zum Beispiel ist, glaube ich, bei dem im Strategiesektor kürzlich einer dazugekommen, eben weil es doch ab und zu mal der Fall war, dass der eine oder andere besetzt war. Vor allem als ich und Du Stellaris gespielt haben und die auf der anderen Seite Herr der Ringe lief. Ja, dann haben wir da halt noch einen dritten gemacht. Wie gesagt, ist nicht der größte Server, dass wir da 5 oder 6 brauchen, aber wir haben uns da ein bisschen reingeteilt. Für spezielle Aufnahmen gibt es natürlich auch einen, den eben die YouTuber betreten können. Dieser Aufnahme-Channel ist eben genau dafür da, dass YouTuber eben da rein switchen können und nicht so willkürlich von Leuten gestört werden. Also sprich, wenn ich und Du im Talk-Channel rumsitzen, könnt ihr auch gerne reinkommen und mal Hallo sagen, denn im Talk-Channel, da nehmen wir in der Regel nicht auf, oder aber, wenn wir aufnehmen, dann rechnen wir damit, dass da jemand reinkommen kann. Also insofern kein Problem. Was? Wenn wir in einem Aufnahme-Channel sind, ich glaube, die sind sowieso für euch nicht sichtbar, wenn ihr die nicht betreten könnt, dann ist das auch kein Problem. Und für YouTuber speziell, genauso wie ich das sowieso überall kann, ist es halt so, wenn ich mal Leute, was weiß ich, zu einer Aufnahme einlade oder die speziell mit dazu wollen oder sollen oder können, da gibt es halt einen speziellen Aufnahme-Channel für diese Leute und für mich und Du halt nochmal einen extra speziellen Channel, wo auch die YouTuber dann nicht ungefragt rein switchen können. Was eigentlich, wie gesagt, jeder YouTuber kennt sich natürlich mit dem Thema aus und weiß, ja, sollte man nicht machen. So, wie gesagt, wir hatten das von Anfang an mehr oder so eingeloggt und festgelegt. Insofern, warum soll man es denn ändern? Klappt ja auch ganz gut. Alle anderen können dann übrigens, die YouTuber haben das Recht, das ist das Einzige, was ist, von diesem Channel aus Leute in den Channel zu ziehen oder von einem anderen Channel aus, der speziell dafür gemacht ist, Leute in den Channel zu ziehen. Du und ich können natürlich überall die Leute im Voice-Channel hin und her ziehen, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, das sind die zwei Spezialprivilegien. Allerdings, das sollte natürlich nicht
unnötig und übermäßig genutzt werden. Also, beziehungsweise das sollte schon genutzt werden von denen, die Berechtigung dafür haben, aber nicht halt von jedem. Einfach aus eben dem Grund, weil es gibt ja immer Leute, die dann kommen, nehmen sich den Rang und wollen Schabernack treiben und sagen, ach guck mal hier, die sitzen da alle in dem Talk-Channel und ich ziehe die jetzt wie ein Wilder durch die Gegend, weil ich Lust dazu habe. Deswegen ist das sowieso ein bisschen eingeschränkt, ne? Weil gerade jetzt, wo man sich viele Ränge einzeln geben kann. So. Deswegen, ja, ich gehe mal von aus, dass ihr den Hintergrund da versteht. So. Hintergrund, im Hintergrund ist hoffentlich bei mir gar nichts zu sehen. Ja, bis auf das eine Foto von Kuro, was abgefallen ist. Das muss ich echt mal wieder rankleben. Muss ich auch noch irgendwo rumliegen haben. Ich habe aber, naja, ist okay. Kriegen wir schon hin. So, naja. War sogar das Beste mit. Das war hier das, wo hier Margarete war das, glaube ich, ne? Margarete? War das Margarete? Ja, genau. Wo Kuro das Bildchen gemalt hat. Ist echt eine Künstlerin, muss man sagen, weil das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Finde ich immer noch ein sehr, sehr, sehr schönes Bild. Naja, jedenfalls, wie gesagt, in dem Hintergrund sieht man nichts außer weiß. Das war eigentlich das, wo ich hin wollte, nämlich wieder zurück zum Thema weiß draußen. Mittlerweile ist es ja jetzt so, dass es doch, also ich hab das gestern schon ein bisschen gemerkt. Ja, ich bin alt genug, um ein bisschen wetterfühlig zu sein, dass es da wohl irgendwo eine Temperatur oder einen Wetterumschwung geben wird. Und dann abends kam dann halt über die Katschutz und hier Nina. Aber ich glaube, diesmal hatte ich es über Katwarn bekommen. Katwarn und Nina sind übrigens zwei Apps, die könntet ihr euch durchaus installieren. Auf eurem Handy. Das sind Katastrophenschutz-Apps, worüber ihr diverse Dinge erfahrt. Es gibt ja durchaus in manchen Gegenden Deutschlands keine Alarmsirenen mehr für irgendwelche Sachen. Vor allem in größeren, neueren Städten ist es ja so verbreitet. Da sollte man sich dann wenigstens diese Apps installieren, denn dann bekommt man eben im Alarmfall oder im Notfall irgendwelche Warnungen. Zum Beispiel eben hier halt so eine Unwetterwarnung. Das ist das Häufigste. Nina liefert, glaube ich, zum Beispiel auch Corona-Warnungen etc. pp. Alles, was so drum und dran gehört. Also, wie gesagt, Katwarn und Nina. Nina hieß es, glaube ich, ne? Ich kann die Abkürzung jetzt nicht. Ist jetzt auch Wurst. Das sind die zwei Apps, die ihr euch durchaus installieren solltet, die euch definitiv nicht schaden. Muss man so sagen. So. Und jedenfalls hat mir eben Katwarn gestern gesagt, oh, starker Schneefall angekündigt, bleibt lieber zu Hause, bla bla bla. Ich hab dann schon gekotzt. Natürlich, schön, dass ich es voraus weiß. Vor allem, gut, ich muss morgen nicht arbeiten oder ich musste heute nicht arbeiten. Aber vor allem, wenn ich zum Beispiel durchaus weiß, heute ist, was weiß ich, heute ist der 99.9. vom 99. Beziehungsweise morgen muss ich arbeiten, weil dann der 1000.9. ist. Fragt mich nicht, wie ich auf solche Zahlen kommt. Ist es halt so, dass ich gleich sehe, okay, Schneefall. Richtig viel Schneefall. Ja. Stehst du am besten gleich ein bisschen eher auf. Und zwar so zeitig, dass du entweder, in meinem Fall geht das ja, Zeit hast, das Auto auszubuddeln. Oder im Notfall sagen kannst, na gut, dann laufe ich halt zu Fuß. Ist ja alles schon vorgekommen, ist alles schon gewesen. Wenn du Frühschicht hast, guckst du ja logischerweise nicht eine halbe Stunde vorher raus, weil, na gut, eine halbe Stunde vorher schon, aber das ist dann schon zu spät. Irgendwann muss man ja auch mal schlafen. So. Naja, was willst du machen, was willst du machen? Drum hauen wir das Auto, das Auto heute gleich mal ein bisschen mehr voll, weil wenn wir morgen damit anfangen, das schneidet nämlich immer noch ununterbrochen weiter. Wenn wir morgen damit anfangen, wird es eventuell zu viel. Es kann gut sein, dass wir eben morgen die ganze Chose nochmal machen wollen. Aus dem Grund habe ich, wie gesagt, auch den Livestream nicht angekündigt, den ich eigentlich heute machen wollte. Das wollte ich vorhin machen, aber habe mir dann gesagt, nee. Eventuell nächste Woche oder vermutlich nächste Woche, weil das wird zu viel. Das kriege ich nicht gebacken und dann bin ich morgen heute früh oder heute Abend Matsch und habe keinen richtigen Bock. Das muss ja auch nicht sein, ne? Ihr wollt ja sicher auch, dass ich gut am Start bin. Als Livestream hätte ich übrigens mir vorausgesetzt, Darky und Lilly wären da gewesen. Herr der Ringe Online ausgesucht, das haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Vorausgesetzt, Darky wäre da gewesen. Borderlands. Wenn keiner von beiden da gewesen wäre, hätte ich mir natürlich
wie heißt's? Hab vergessen. Warte mal, irgendwo hier ist es installiert. Jetzt muss ich es doch nur finden. Ich bin's gerade nicht. Ach ja, XCOM. Hätte ich mir ja natürlich noch XCOM weitermachen können. Kicken wir mal. So, das wird auf jeden Fall noch mehr. Ich will auch natürlich wieder den einen oder anderen Stream machen. Wir hatten ja über Weihnachten doch viel unterbrochen. Aber das heißt nicht, dass wir dauerhaft unterbrechen. Ich will natürlich weitere machen. So, schnapp dir jetzt den mysteriösen Talerbonus. Schau um 23 Uhr regelmäßig im Cash Shop vorbei und finde tolle Bonusangebote. Könnt ihr machen. Ich werde es selber nicht machen, weil ich ja nicht so viel Kohle ausgebe. Aber wie gesagt, das ist ja kein Grund, dass ihr das nicht machen dürft. Im Gegenteil. Wie gesagt, das Spiel sollte sich auch finanzieren. Auch für Gamigo. Würde es das nicht machen, gäbe es keinen, der hier drauf ein Let's Play machen könnte. Geschweige denn spielen. So. Übrigens, es war ja, ich hatte es glaube ich mal so dunkel angekündigt, dass eventuell ein Server-Merge, also eine Server-Zusammenlegung in Planung ist. Mittlerweile gab es da wohl auch schon mal ein bisschen mehr Themen dazu, dass da wohl auf der Julian hat mir den Link dazu geschickt gehabt, wo es im Forum geteilt wurde. Es wird wohl erst auf den französischen oder was? Ja, ich glaube den französischen oder englischsprachigen Servern gemacht und da geguckt, wie gut das ankommt, wie gut das funktioniert. Das war ja schon mal bei, ich glaube, Outspark oder sowas, aber da hat das nicht richtig funktioniert, da gab es Probleme, deswegen ist man hier eine ganze Weile davon abgesehen. Das ändert sich in der Hinsicht, dass jetzt gesagt wird, ja, okay, weißt du was, wir machen es mal. Oder wir versuchen es mal. Erstmal auf den kleineren Servern oder auf den nicht ganz so gut besuchten, vermute ich. Sprich halt erstmal auf den Französischen, ich glaube, es waren die Französischen. Gibt ja einige, wisst ihr ja. Naja, ich gehe mal von aus, dass die da halt erstmal anfangen, weil, wenn es da Probleme gibt, kann man im Notfall vielleicht wieder zurückstellen oder so in der Art und man stellt halt nicht alle auf einmal um, alles nacheinander, logischerweise eben zur Problemlösung. Also es wird schon noch ein bisschen dauern, bis es soweit ist, aber es ist gut möglich, dass ich irgendwann nicht mehr auf Teva bin, sondern auf, weiß ich denn, Eisel, Marques, etc. pp., da wo es mich ans Hin trägt. Und dass der Bolzen, das ist auch gut möglich, nicht mehr Bolzen heißt. Weil, ich weiß nicht wie das ist, aber auf den Servern ist es ja gut möglich, dass es da schon einen Bolzen gibt. Ich weiß von vielen Servern, dass es da schon einen Bolzen gibt. Und das wiederum bedeutet, dass dieser Bolzen, durchaus bevorzugt werden können. Soll wohl anhand der Spielzeit entschieden werden, wer vorne ist oder sowas in der Art. Sowas habe ich in Leuten hören. Jetzt weiß ich nicht, ob die aktuelle oder das Level oder hast du nicht gesehen, da entscheidend ist. Aber anhand der Spielzeit, zwar spiele ich viel und regelmäßig, wie ihr wisst, aber halt bei weitem nicht so viel wie andere es könnten. Ne? Und auch vom Level her könnten die die anderen Bolzens, wie zum Beispiel der Jolzen von Julian, mir schon längst und deutlich und weit voraus sein. Und in dem Moment, wo das dann der Fall ist, da ist es nämlich so, dass ich mich dann umbenennen müsste. Naja, müssen wir mal gucken. Gibt ja noch diverse andere Werkzeuge. Ich werde da nicht arm dran. Das wird schon werden. Ja, kriegen wir hin. Die Elika sucht sich, glaube ich, gerade ein neues Haus aus. Oder keine Ahnung. So. Weil sie immer rein switcht und raus switcht und rein switcht und raus switcht. Oder sie guckt, müsste gleich Verabschiedungszeit sein. Ist es aber nicht. Wir machen ja ein bisschen länger jetzt, mindestens 20 Minuten. Das ist ja, sagen wir mal, der Kompromiss dafür, dass ich nur eine Folge mache. Was ich aber jetzt mal kurz mache, mal kurz abtauchen. Gleich wieder da. Ja, genau. Mal kurz die Nase etwas gesäubert. Wenn das nicht so aussieht, als würde da vorne irgendwas rauslaufen. Nee, muss ja nicht sein. So, hey, bleibst du hier. So, wir machen weiter mit den Holzis und haben noch jede Menge Holz vor der Hütte. So, sehr schön. Auch sehr schön, mittlerweile ist es ja tatsächlich geschehen. Joe Biden ist bei den Amis vereidigt worden, ist jetzt der neue Präsident der Amis. Hoffen wir, dass es besser wird oder auch nicht. Wir werden sehen. Gucken wir einfach mal, ne? Wie sich die Stimmung schlägt. Natürlich, der wird immer noch versuchen, seine
also die Amerikaner zu bevorzugen, ist ja auch richtig. Schließlich ist er amerikanischer Präsident und nicht, ja, was weiß ich, deutscher, französischer etc. oder europäischer. Und entsprechend ist es natürlich klar, dass er da eine gewisse Bevorzugung hat. Allerdings hoffentlich ändert sich der Ton ein bisschen. Wie gesagt, ich hatte es damals zu Trumps Wahl gesagt, der wäre mir immer noch lieber als die Hillary Clinton. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so sagen würde, aber ich stehe zu der Aussage damals, denn zumindest soweit hat es ja weitestgehend geklappt. Der macht erstmal Amerika kaputt, bevor er die ganze Welt kaputt macht. Ja, nicht mit einberechnet habe ich, dass doch die Welt schon so weit globalisiert ist, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die ganze Welt hat. Aber jedenfalls ist es jetzt durch das Thema. Gott sei Dank. Aber trotzdem mehr oder minder in der Lage war ich ja, zumindest in dieser Prognose war ich richtig. Auch wenn er zumindest für die gefühlten kleinen Mann in Amerika durchaus das eine oder andere gemacht hat. Ein paar Steuererleichterungen etc. pp. Da hätte man mehr machen können. Aber hat man halt nicht. Ob sich das dauerhaft so finanzieren lässt oder hätte lassen, ist ebenfalls so eine Frage, die man, müssen zukünftige Leute beantworten. Meine Anwesenheit ist geprüft, das ist sehr schön. Ich bin nämlich anwesend, das ist noch schöner. Und nicht abwesend, das ist ganz schön. So, wir haben 24 von 25. Ich freue mich. Da unten geht's los. Normalerweise, wie gesagt, die Aufnahmezeitpunkte für diese Folgen sind immer samstags oder eben freitags. Vorzugsweise freitags, dann habe ich abends Samstag mehr Zeit. Nicht. Ja, aber wie gesagt, kann auch durchaus sein, dass es mal eben wie heute samstags wird. Gestern hatte ich keine Lust. Lag halt aber auch zum Teil daran, dass da ein paar neue Serien gestartet sind, an den Start gegangen sind. Ich meine, abgesehen von WandaVision, die ja bei Disney Plus Marvel fortsetzt. Und da es ja seit Ewigkeiten kein Marvel mehr gab, schmachte ich natürlich jeder Folge mal hinterher. Oder nichts aus dem MCU. Sind übrigens auch ganz nett gelungen. Also wer Disney Plus hat und sie noch nicht gesehen hat, guckt euch an. So, ansonsten, auf Amazon gibt es auch was mich durchaus interessiert hat. Star Trek Lower Decks. Das ist Zeichentrick und Comic und Comedy von Star Trek. Im Star Trek-Universum. Mal was ganz anderes, mal eine ganz andere Richtung als wie das Star Trek, was man sonst immer so kennt. Aber hat halt auch durchaus Spaß. Ich habe die Hälfte der Folgen schon gesehen, auch noch nicht alle, aber die Hälfte. Und dann war da noch etwas hier von, ich weiß, dass es da die Anime war, glaube ich, Anime-Serie hier, früher gab hier Wings Club, ne? Kennt ihr das? Da gibt es jetzt eine Art Realverfilmung von, davon, eine Serie namens Fate Wings Saga oder so ähnlich. Da habe ich auch mal reingeschaut. Einfach mal, weil ich es ganz interessant finde. Zumindest die letzten Folgen von Wings Club, also zumindest dieser ersten Staffel, ich weiß da auch nicht, ob es da noch mehr gab, dann hatte ich durchaus gesehen. Da ging es halt auch so um Kämpfe und so weiter und so fort. Oder einen, eine Art Krieg, so Harry Potter-mäßig. Das hat mir ja durchaus zugesagt, deswegen hatte ich gedacht, okay, guckst du das an. Habe ich auch gemacht, deswegen hatte ich auch gesagt, guckst du mal jetzt diese Fate-Saga an, wie das jetzt läuft. Ja, so weit wie da, wo ich eingestiegen bin, ist es, glaube ich, noch nicht gewesen. Ein bisschen was haben wir geschafft. Das ist auch gut. Die erste Staffel ist durch. Die habe ich auch mehr oder minder am Stück durchgeschaut. Nicht unspannend. Sind ein paar Sachen dabei, die finde ich ziemlich dämlich, aber ansonsten ist es im Allgemeinen nicht unspannend. Kann man sich durchaus mal angucken. So, okay. Wir haben 6 von 25, das ist gut. Sup. 8 von 25, fehlt noch was? Nö, Manu, bin ich schnell. Naja, jedenfalls, habe ich das gestern auch ein bisschen gesuchtet. Deswegen habe ich gedacht, ach scheiß, komm, nimmst du im Heugen auf. Was du heute kannst besorgen. Das schaffst du auch noch morgen. Und da morgen heute ist, mache ich es heute. Ja, toll. So. Morgen mache ich auch eine Aufnahme, sehr wahrscheinlich. Nämlich muss ich auch wieder ein bisschen, Herr der Ringe Online, genau, aufgenommen werden. Da muss ich mal gucken, denn für den, sieht man auch im Discord, da haben wir das mehr oder minder, oder du hast das mit organisiert oder haupt tatsächlich organisiert, da haben wir eine größere A, Aufnahme und B, Spiel
von Age of Empires, von Civilization. Civilization 6 haben wir eine größere Runde, auch mit vielen Leuten, die wir da aufnehmen und je nachdem auch veröffentlichen. Die Sina schreibt halt wieder. Hallo Sina, schön, dass du da bist. Mir geht's gut, außer dass ich dann Schnee schippen muss. Ich schreibe dir aber gleich zurück, wegen Aufnahme. Wow, dann schaffe ich hier noch was. Beziehungsweise ich kann halt nicht. Ich schreibe ja mal, dass ich gleich zurückschreibe. Ich schreibe gleich zurück. Komm am Augenblick. Blick mit dem So. Okay, denn wir sind ja schon relativ spät dran und wenn ich jetzt den Rest noch vertexte, muss ja auch nicht sein. So, wir haben 22 von 25. 24 von 25 und das hier. So, wie gesagt, Civilization 6, ich glaube, 8 Leute, 7, 8 Leute oder sowas, werden wir zusammenbekommen. 7 Leute, glaube ich, waren es, ne? Der Geo, der ja bei Civ 5 dabei war, der will nicht. Der hat zwar, glaube ich, Civ 6 auch, aber der will nicht. Ja, dann ist es halt so. Lässt sich nie ändern. So. Hobbeldi-dopp. Und hobbeldi-schnobbeldoppel. So, aber wie gesagt, ihm gefällt Civ 6 nicht. Ich selbst finde beide Spiele natürlich toll, ne? Muss man sagen. Civilization ist eine tolle Spielereihe. Nach wie vor. Civ 6 rangiert bei mir allerdings vor Civ 5. Auch wenn es noch hier und da ein paar Macken hat, ein paar Problemchen, ein paar dieses, ein paar jenes. Aber es rangiert vor Civ 5. Ich habe es letztens auch wieder eine Weile gespielt, hat einmal eine Runde durchgemacht, hat tatsächlich auch das erste Mal einen Religionskrieg mitgemacht. Interessant wird es da werden, wie der Schäfi spielt. Der ist nämlich auch mit dabei und standardmäßig spielt der gegen Gottheit, also höchster Schwierigkeitsgrad. Das ist, ja, na gut. Er spielt ja nicht gegen mich. Nicht vorrangig. Hoffe ich. Werden wir sehen. Wie gesagt, es gibt vorher keine Absprachen etc. pp. Wir spielen einfach drauf los und spielen miteinander, natürlich auch gegeneinander ein bisschen. Das kommt alles mit rein. Und ja, wie gesagt, das haben wir auch auf dem Discord-Server installiert oder eingebaut. Hast du nicht gesehen. Wer es noch nicht hat, Civ 6, guckt mal bei MMOGA. Unten Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Spiel wahrscheinlich für relativ billig Geld selbst kaufen oder mittlerweile relativ billig Geld. Ich krieg dafür noch einen kleinen Obolus quasi als Bonus, das ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, ihr bezahlt deswegen nicht mehr. So. Solltet euch aber das DLC Gathering Storm am besten mit dazu kaufen. Das, was davor kam, hier Rise and Fall, glaube ich, braucht ihr eigentlich nicht. Da gibt's oder die meisten Sachen, die da eingeführt wurden, die sind in Gathering Storm auch mit drin. Oder zumindest in der Light-Version. Das Einzige, was du dann halt noch dazu kriegst, wären ein paar, paar Rassen halt, ein paar Völker. Rassen sagt man ja nicht. Zumindest nicht im Kontext von verschiedenen Völkern. So. Naja. So. Auf jeden Fall, bin ich gespannt. Mal gucken, was das wird. Mal gucken, was das für ein Spiel wird. Mal gucken, welches Volk ich bekommen werde. Gespielt hatte ich das letzte Mal mit Polen. Ich spiele ja auch, wenn ich privat spiele, relativ häufig im Zufall. Einfach um alle mal anzutesten. Mal gucken, was rauskommt. Und letztes Mal war Polen. Ich habe einen Religionssieg hinbekommen als erstes Mal. Mal gucken, ob sich das so fortsetzt. Kommt natürlich drauf an, wenn die anderen stark auf Religion gehen, wird das schwierig. Also werde ich damit nicht durchkommen. Ansonsten, wenn keiner sich so richtig um die Religion kümmert, wäre das natürlich eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, ja, ein Religionssieg könnte man versuchen, weil, wenn kein anderer drauf geht und nicht so viele andere Spieler dabei sind, dann kommt man damit gut klar. Ne? Theoretisch. Praktisch? Wir werden sehen. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Rasse an, welche Vorteile die hat, wenn die in Sachen Religion ganz hinten liegt, dann brauchen wir damit nicht anfangen. Ich glaube, Kongo war so, dass die sogar eher wollen, dass du die Religion von denen oder denen eine Religion gibst, anstatt dass die selber eine gründen oder sowas in der Art. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, so weit in der Art.
Wird auf jeden Fall spannend. Da wird es dann definitiv auch Folgen geben. Du willst das, glaube ich, sogar streamen. Ich selbst werde das nicht tun, weil... wobei, wenn du das machst, könnte ich das auch. Aber andererseits würde es die anderen doch stark bevorteilen, wenn die zugucken könnten. Andere wollen auch aufnehmen, also nicht nur ich und du. Ich glaube, Schäfi hat gesagt, er könnte auch mal seine Ausrüstung auspacken. War es Schäfi? Ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war alles und eventuell noch mitmachen wollte. Werdet ihr sehen. Wird dann alles sowieso in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ne? Also keine Sorge, wenn ihr bei den anderen reinkickern wollt, kriegt ihr das dann zu sehen. So, 1:25, dann mache ich die Runde noch zu Ende. Wir sind schon bei 30 Minuten. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall. Ja, auf das Ziff-Dingens. Das war, glaube ich, am 6. Februar, nicht 6. Dezember. Oh je, hätten wir noch ein bisschen zu tun. Das müsste übernächste Woche, glaube ich, sein. Das heißt, die Woche noch nicht. Übernächste Woche sollte ich mit Düben mal was machen. In Sachen Schlacht um Mittelerde, also den Ringkrieg. Und dann auch in der vielleicht mal wieder endlich in Sachen Two-Weekend. Mal kicken. Wenn wir dann soweit sind, ja, dann passt das. Und wie ich die anderen Folgen, also sprich die zwei frei gewordenen Fiesta-Plätze belege, weiß ich noch nicht. Ich will da schon noch was machen. Ich will da noch was zusätzlich mal wieder draufhauen. Einfach irgendwas, was mir Spaß macht. Ich habe da auch schon eine Idee, ob es die dann wird. Wir werden sehen. So. Noch ein paar Runden oder noch ein paar Dinger und dann haben wir das auch durch. Wir sind mittlerweile bei 81%. Ja, läuft doch. Julian sagt, ich wäre trotzdem ein bisschen langsam, auch mit 5 Troppis. Das kann durchaus sein. Liegt aber auch daran, natürlich, ich sammle ja nicht nur Holz. Ne? Ich bin nicht nur am Holz sammeln. Ich quatsche mit euch, mache dieses, mache jenes. Ich chatte mit diversen anderen Leuten hier und da. Und logischerweise ist es dann so, dass du... Naja, dass du da nicht ganz so schnell bist. Also er meinte wohl ungefähr 1% pro Minute schaffst du und ich wäre halt bei 20% gewesen, bei 29 Minuten. Naja, ist dann so. So, okay, nehmen wir den noch und dann war's das. So, hopp. Wunderbar, dann wird es das gewesen sein für diese Folge und für diese Woche. wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, auch wieder am Samstag, ne? Kommt, guckt mit rein. Wie gesagt, ich werde auch immer ankündigen, wann das ist, wenn ihr euch als Droppi mit hinstellen wollt oder mal schreibseln wollt. Kurz danach bleibe ich meistens dann noch ein bisschen online, wie jetzt eben. Dann lässt sich da auch noch was schreibseln. Oder aber ihr seid halt mal live dabei, stellt euch daneben als Droppi oder oh, was weiß ich denn. Einfach nur als Gast, der zuschauen will. Ist ja auch alles erlaubt und genehmigt. Solange ihr mir das Holz nicht zustellt. Bis denn und tschö. Achso, halt. Nicht richtig gedrückt. Und bevor ich vergesse, Daumen nach oben auch da lassen, ne? Tschüssi.